Hallo und willkommen zur Kreativzeit. Heute gibt es nochmal Lesezeichen, aber mit Büroklammern. So, Lesezeichen Teil 2. Das ist noch eine andere Variante und zwar einfach mit einer Büroklammer und Fähnchen. Ihr braucht eine Büroklammer und ein Stück Papier. Und zwar sollte das ein bisschen schmaler sein als die Büroklammer. Nur so zum Größenvergleich. Und dann wird das nur, also hier ist ja die offene Seite. Und das Papier wird hier über die lange geschlossene Seite geschoben. Einfach nur so drüber. Dann, je nachdem, wie lang ihr das möchtet, auf die gewünschte Länge festgeklebt. Flüssigkleber rein, wenn dann was rauskommt. Dann wird das vorsichtig zusammengedrückt. Wir lassen das einfach mal kurz antrocknen und dann schneide ich noch das Dreieck rein, dass es aussieht wie ein Fähnchen. Ich zeige euch noch kurz, wie es am Buch befestigt wird. Und zwar könnt ihr das entweder hier so reinschieben, an der Seite. Schöner ist es aber natürlich so, weil man dann auch was von dem Fähnchen sehen kann. Kleber sollte ein bisschen angezogen sein. Jetzt schneide ich das hier noch ab. Dann einfach hier mittig einschneiden. Und von der Spitze her zur Mitte, rechts und links noch abschneiden. Dann habt ihr ein gleichmäßiges Fähnchen. Schon ist es fertig. Geht natürlich auch mit größeren Büroklammern, größer, kleiner, wie ihr es gern möchtet. Viel Spaß dabei!